Die erste Referentin ist Frau Professor Sarah Judine Sutter. Sie ist Chefärztin ad interim der Infektiologie und Leiterin der Spitalhygiene und sie wird über Harnwegsinfektionen sprechen. Vielen Dank, Sarah. Vielen Dank, Stefano. Es freut mich sehr, Sie auch meinerseits heute Morgen hier begrüßen zu dürfen und zum Thema der Harnwegsinfektionen sprechen zu dürfen. Wir beginnen gleich mit einer klinischen Fallvignette, eine Situation, die Ihnen häufig im klinischen Alltag begegnen kann. Eine 33-jährige Patientin stellt sich wegen neu aufgetretener Dysurie und Polakissurie bei Ihnen vor. Sie verneint übrige Beschwerden wie Fieber oder Schüttelfrost. Sie hat keine Vorerkrankungen, bis anhin auch keine Harnwegsinfektionen in der Vorgeschichte. Sie ist nicht schwanger, der internistische Status ist unauffällig. Die Patientin äußert Vorbehalte gegenüber einer Antibiotikatherapie. Nun, wie gehen Sie weiter vor? Und Sie sollten nun eine Auswahl von Antwortmöglichkeiten erhalten. Entschuldigung. Und hier, nein, das sind nicht die vorbereiteten Antworten. Da wäre ich jetzt auch ein bisschen überfragt. Ja, ich glaube, hier sind die Antworten wahrscheinlich von Vortrag etwas durcheinander gekommen. Sollen wir die, ich kann versuchen, die Antworten auswendig zu sagen, aber dann können wir nicht, ah, hier, voilà, vielen Dank. Also hier die Antworten, wie Sie weiter vorgehen können. Sie nehmen einen Urinstatus ab. Bei Nachweis von Leukozyten im Urin beginnen Sie mit einer empirischen Antibiotikatherapie mit Fosfomycin. Sie machen keine weitere Diagnostik, beginnen mit einer empirischen Therapie mit Nitrofurantoin. Sie besprechen mit der Patientin eine Watch-and-Wait-Strategie mit Abgabe eines Antibiotikarezeptes als Standby-Therapie bei fehlender Symptombesserung nach 48 Stunden durch sie selber einzunehmen. Oder aber Sie verschreiben eine symptomatische Therapie mit Diclofenac und versichern der Patientin, dass sich diese in klinischen Studien als gleichwertige Therapieoption im Vergleich zu einer Antibiotikatherapie erwiesen hat. Bitte stimmen Sie ab und ich sehe, es haben schon über 100 von Ihnen abgestimmt und vielleicht können wir auch die Antworten gleich einblenden, die wir bis jetzt erhalten haben. Und wir sehen, dass die beiden Spitzenreiter sind. Sie verschreiben eine symptomatische Therapie mit Diclofenac. Ich warte noch ein bisschen. Aber jetzt sind wir schon bei 156. Wir brechen ab. Ich fasse zusammen die wichtigsten. Die beiden am häufigst gewählten Antworten sind die Besprechung einer Watch-and-Wait-Strategie mit Abgabe eines Antibiotikarezeptes als Standby-Therapie und die zweithäufigst gewählte Antwort, Sie verschreiben eine symptomatische Therapie mit Diclofenac und versichern der Patientin, dass sich diese in klinischen Studien als gleichwertige Therapieoption im Vergleich zu einer Antibiotikatherapie erwiesen hat. Nun, mit der ersten Antwort bin ich einverstanden mit der Besprechung der Watch-and-Wait-Strategie, mit der zweithäufigst gewählten Antwort nicht hinsichtlich der symptomatischen Therapie mit Diclofenac und wir werden auf die Datenlage dazu noch eingehen. Was ebenfalls aber eine Option gewesen wäre hinsichtlich dem Management, wäre keine weitere Diagnostik durchzuführen und eine empirische Therapie mit Nitrofurantoin zu initiieren. Und auch hier werde ich die Daten dazu noch darlegen. Nun gehe ich weiter.
zur Übersicht über die Präsentation. Ich werde die Terminologie, die wir verwenden werden, für den Begriff der Harnwegsinfektion definieren, werde dann auf das Management asymptomatischer Bakteriurien unkomplizierter und komplizierter Harnwegsinfektionen eingehen und mit wenigen Perspektiven enden. Was verstehen wir unter Harnwegsinfektionen? Und das ist die Terminologie, welche ich im Folgenden anwenden werde. Die asymptomatische Bakteriurie, welche noch weiter verfeinert werden kann in die katheterassoziierte asymptomatische Bakteriurie, die unkomplizierten Harnwegsinfektionen. Hierunter verstehen wir die unkomplizierte Zystitis und Pyelonephritis und auch die rezidivierenden Zystitiden und dann die komplizierten Harnwegsinfektionen mit dem Spezialfall der katheterassoziierten Harnwegsinfektionen. Was gibt es für Richtlinien national und international? Trotz der Häufigkeit dieses klinischen Krankheitsbildes nur sehr wenige. Und die sind hier aufgeführt, die asymptomatische Bakteriurie. Hier haben wir eine amerikanische Guideline zum Umgang, die aktuell ist vom Jahr 2019, die auch unterstützt wird von der Europäischen Gesellschaft für Infektiologie. Für die unkomplizierte und komplizierte Harnwegsinfektion nur zwei Richtlinien, die in die Jahre gekommen sind von international angesehenen Fachgesellschaften. Und dann aber eine schweizerische Richtlinie, welche auf ssi-guidelines.ch abgerufen werden kann und die beiden Situationen der asymptomatischen Bakteriurie und der unkomplizierten Harnwegsinfektionen abbildet. Ich werde mich auf diese Guideline beziehen, aber auch ergänzen mit neuerer Literatur, wo vorhanden. Wir beginnen mit der asymptomatischen Bakteriurie, definiert als der Nachweis von mindestens 10 hoch 5 Bakterien pro Milliliter Urin mit oder ohne dem Nachweis einer Pyurie bei fehlenden Symptomen einer Harnwegsinfektion. Und Sie sehen in dieser Übersicht, dass eine asymptomatische Bakteriurie bei prämenopausalen gesunden Frauen in bis zu 5% vorliegt, bei älteren Personen aus Langzeitpflegeeinrichtungen in bis 50% bei Männern und bei Frauen, also etwas Häufiges. Gescreent werden sollte danach nur in der Schwangerschaft oder vor transurethraler Resektion der Prostata, vor urologischen Eingriffen, wo eine Schleimhautblutung zu erwarten ist, und auch nur in diesen Situationen sollte eine entsprechende Therapie erfolgen. Wir gehen weiter zur unkomplizierten Harnwegsinfektion. Infektion definiert als eine akute Zystitis oder Pyelonephritis bei gesunden, prämenopausalen, nicht schwangeren Frauen ohne strukturelle, funktionelle Anomalien der Harnwege. Weshalb überhaupt diese Differenzierung in kompliziert und unkompliziert? Nun, diese Differenzierung hat Einfluss auf das Management hinsichtlich der Diagnostik und der antibiotischen Therapie. Ich möchte aber auch hervorheben, dass sowohl bei der unkomplizierten wie auch bei der komplizierten Harnwegsinfektion das klinische Spektrum sehr breit ist und von einer milden Zystitis bis zu einer schweren Pyelonephritis reichen kann. Und das Management sollte auch immer an den Schweregrad der entsprechenden Infektion angepasst werden. Zur Diagnostik: Was ist das empfohlene diagnostische Vorgehen für eine unkomplizierte Harnwegsinfektion? Nun, hier reicht die typische Symptomatik, um die Diagnose zu stellen. Sie kann ergänzt werden mittels der Durchführung einer Urinanalyse und einer Urinkultur, insbesondere wenn Sie noch Verdacht haben auf eine schwerere Verlaufsform, nämlich diejenige einer Pyelonephritis. Was sind die typischen Symptome einer Harnwegsinfektion? Und die sind hier zusammengestellt. Die Wahrscheinlichkeit des Vorliegens einer Harnwegsinfektion ist erhöht beim Vorliegen einer Hämaturie, einer Dysurie, einer Nokturie, einer Dringlichkeit und des häufigen Wasserlösens. Eine Harnwegsinfektion wird weniger wahrscheinlich bei den Symptomen von vaginaler Ausscheidung sowie vaginaler Irritation. Ein hilfreiches Schema, wie nun im
Abhängigkeit des Vorhandenseins dieser Symptome mit der Diagnostik weiter umgegangen werden kann, wurde im BMJ im 2021 publiziert und das möchte ich Ihnen hier vorstellen. Wenn 2 bis 3 der genannten Symptome vorhanden sind, dann ist eine weitere Diagnostik nicht notwendig und es kann von dieser Diagnose ausgegangen werden. Sollte nur eines der genannten Symptome vorhanden sein, dann ist es hilfreich, eine Urinanalyse durchzuführen. Und beim Vorhandensein von Nitrit und von Leukozyten ist die Wahrscheinlichkeit des Vorliegens einer Harnwegsinfektion vorhanden. Man kann die Diagnose noch bestätigen durch die Abnahme einer Urinkultur. Sind sowohl Nitrit, Leukozyten und auch Erythrozyten im Urin negativ, so macht dies das Vorhandensein der Diagnose einer Harnwegsinfektion wenig wahrscheinlich und es kann auf eine Urinkultur verzichtet werden. Es sollte an andere Differentialdiagnosen gedacht werden. Nun, was sind häufige Differentialdiagnosen? Es sind natürlich die sexuell übertragenen Erkrankungen, insbesondere bei Symptomen einer Vaginitis, einer Urethritis. Dann kommen aber auch mechanische oder allergische Irritationen in Frage und die Pyelonephritis, an die sollte immer gedacht werden im Zusammenhang mit einer Symptomatik, welche für eine akute Zystitis spricht. Und die Red Flags für das Vorliegen einer Pyelonephritis sind Flankenschmerzen, Rigor, Fieber, Übelkeit, Erbrechen, Zeichen einer Sepsis. Wie sollte man eine unkomplizierte Harnwegsinfektion behandeln? Und das sind die schweizerischen Empfehlungen für die Zystitis. Die Therapie der ersten Wahl aktuell, das Nitrofurantoin, das Trimetoprim-Sulfamethoxol und das Phosphomycin, welche noch in der 2014-Version dieser Richtlinie mitempfohlen wurde als ein Antibiotikum der ersten Wahl, ist nun in die Kategorie der Antibiotika der zweiten Wahl gerutscht. Und wir werden gleich darauf eingehen, weshalb. Für die Behandlung einer Pyelonephritis bei einer stabilen Patientin das Ciprofloxacin und bei Patienten mit einem schweren Verlauf oder Risiko eines schweren Verlaufs wird empfohlen, eine intravenöse Therapie mit Ceftriaxon oder Gentamicin zu initiieren. Nun, weshalb ist das Phosphomycin in die Kategorie der Antibiotika der zweiten Wahl gerutscht? Und hier haben wir vor allem die Daten einer randomisierten Studie, welche in Genf durchgeführt wurde und aufgezeigt hat, dass die Verabreichung von Phosphomycin gegenüber dem Nitrofurantoin klinisch in allen wichtigen Endpunkten, den klinischen Ansprechen, aber auch dem mikrobiologischen Ansprechen am Tag 14 und Tag 28 unterlegen gewesen ist und dies aufgrund der pharmakokinetischen, pharmakodynamischen Eigenschaften des Phosphomycins. Entschuldigung. Nun, wie sieht es mit der Resistenzlage des wichtigsten Erregers der Harnwegsinfektionen in der Schweiz aus? Und das sind die aktuellsten Daten, wie sie auch auf anresis.ch jeweils eingesehen werden können, auch stratifiziert nach verschiedenen Settings wie ambulant und stationäre Medizin, sogar auch stratifizierbar nach verschiedenen Regionen der Schweiz. Hier die nationalen Daten, wir sehen eine günstige Resistenzlage für die beiden Antibiotika Nitrofurantoin und Phosphomycin und dann aber Resistenzraten von um die 20% für das Trimetoprim-Sulfamethaxol, für die Chinolone. Für die Cephalosporine sind wir bei einer Resistenz von etwa 10%, Amoxicillin-Clavulansäure um die 20% und die Aminoglykoside um die 7% im Schnitt. Deshalb eben auch bei den schweren Verlaufsformen die Abnahme einer Urinkultur mit entsprechender Resistenztestung indiziert. Nun, sollte man eine unkomplizierte Harnwegsinfektion überhaupt antibiotisch behandeln und das führt uns zur Frage nach dem natürlichen Verlauf der Harnwegsinfektion. Und hier gibt es Daten vor allem von den in dem Placeboarm randomisierten klinischen Studien zur Wirksamkeit der Antibiotika. Insgesamt in einer rezenten Meta-Analyse die Progredienz zu einer Pyelonephritis in 2 von 58 Patientinnen hier zusammengetragen. Eine Symptomfreiheit, Symptomverbesserung tritt in 42% der Patienten
Patienten ohne antibiotische Therapie bis zum Tag 9 ein. Und aufgrund dieser Daten ist eine Watch-and-Wait-Strategie mit Abgabe eines Antibiotikarezeptes als Standby-Therapie im Sinne eines Shared Decision-Makings eine gehbare weitere Behandlungsoption. Nun sollte man nicht einfach Harnwegsinfektionen, die unkompliziert sind, symptomatisch behandeln. Und auch hier haben wir Schweizer Daten, eine randomisierte Studie, die im ambulanten Setting durchgeführt wurde und diese Frage gestellt hat. Der Vergleich Diclofenac versus eine antibiotische Therapie mit Norfloxacin, eine Progredienz zur Pyelonephritis, ähnlich wie in der Meta-Analyse in 5% der Patientinnen. Jedoch war das Diclofenac auch inferior gegenüber der antibiotischen Therapie mit Norfloxacin für die Symptomverbesserung. Und das ist sicher ein Punkt, den man entsprechend diskutieren muss, wenn es eben um die Besprechung geht der weiteren Therapiestrategie mit den Patienten. Auch in den Subgruppenanalysen keine Gruppe, in welcher das Diclofenac besser abgeschnitten hat im Vergleich zu einer Antibiotikatherapie. Nun, eine der häufigen Fragestellungen bei Patientinnen mit unkomplizierten Harnwegsinfektionen ist diejenige der Rezidive. Weshalb kommt es zu Rezidiven? Nun, wir haben ein persistierendes Reservoir von Pathogenen im Darm, welche immer wieder aszendieren können und eine entsprechende Harnwegsinfektion auslösen können. Dann aber auch die Fähigkeit der Erreger von Harnwegsinfektionen, die Urothelzellen zu infizieren, dort biofilmähnliche Gemeinschaften zu bilden, von wo aus es zu rezidivierenden Reinfektionen kommen kann. Wenn die Symptomatik persistiert, rezidiviert unter 2 Wochen nach einer ersten Therapie, sollte nach einem resistenten Erreger mittels Urinkultur gesucht werden. Tritt die rezidivierende Symptomatik mehr als 4 Wochen nach der ersten Therapie auf, sollte wieder eine Erstlinientherapie durchgeführt werden. Bei über 2 Episoden pro Jahr ist eine Rezidivprophylaxe zu erwägen. Was haben wir für Möglichkeiten hinsichtlich der Rezidivprophylaxe? Hier haben wir Empfehlungen zu Verhaltensänderungen, insbesondere bei Patientinnen, wo die Harnwegsinfektionen im Zusammenhang mit dem Geschlechtsverkehr auftreten. Hier kann eine Empfehlung sein, die Frequenz zu reduzieren, baldiges Urinieren nach dem Geschlechtsverkehr, auf Spermizide zu verzichten. Weitere Option ist hier, und das gilt ganz grundsätzlich für die Prophylaxe von Rezidiven, eine Zunahme von Flüssigkeit. Und auch das konnte gezeigt werden in einer randomisierten Studie, dass also die Empfehlung, 1,5 Liter mehr Flüssigkeit als was man standardmäßig tut, zu sich zu nehmen, zu einer signifikant tieferen Zahl von Harnwegsinfektionen führt, 1,7 versus 3,2 Episoden pro Jahr. Dann weitere Strategien nicht antibiotischer Art sind die Cranberry-Produkte, die topischen Östrogene und die Adhäsionsblocker wie die Demanose. Für die Cranberry-Produkte und für die Adhäsionsblocker gibt es keine überzeugenden Daten, dass die wirklich einen Benefit haben, können natürlich auf individueller Basis eingesetzt werden, versuchsweise, aber keine Daten, dies zu stützen. Die topischen Östrogene, hier gibt es bei postmenopausalen Patientinnen teils Benefite und der Einsatz von diesen sollte mit Gynäkologen hinsichtlich den entsprechenden Risiken diskutiert werden. Nun, Antibiotikatherapien für die Prävention von rezidivierenden Harnwegsinfektionen. Sicherlich eine wertvolle Strategie ist diejenige der Selbstdiagnose plus eigener Initiierung einer antibiotischen Therapie. Und es konnte gezeigt werden, dass Patientinnen selber die Diagnose adäquat stellen können. Eine eigentliche antibiotische Prophylaxe dagegen ist zu raten und dies aufgrund der Risiken, welche diese mit sich tragen hinsichtlich der vaginalen oralen Candidose, Nebenwirkungen der Antibiotika wie Nausea, Diarrhoe, aber auch seltene Nebenwirkungen im Rahmen von Langzeittherapien, Selektion stetig resistenter Bakterien und auch die C. difficile Infektionen. Die beiden Strategien, die es gibt, ist die Verabreichung einer Einmaldosis nach Geschlechtsverkehr oder gar die Dauerverabreichung.
Nun, wir gehen zuletzt zu den komplizierten Harnwegsinfektionen weiter. Darunter fassen wir zusammen alle Harnwegsinfektionen, die nicht bei Patienten auftreten, welche zu den gesunden prämenopausalen Frauen gehören. Also Harnwegsinfektionen bei Männern, bei Kindern, bei Frauen mit funktionellen, metabolischen oder anatomischen Grunderkrankungen, welche eben das Risiko eines komplizierteren Verlaufs erhöhen. Und auch hier haben wir ein sehr breites klinisches Spektrum von der milden Zystitis bis hin zur lebensbedrohlichen Urosepsis. Die Symptomatik kann hier weniger typisch sein und auch sich atypisch manifestieren, weshalb in diesen Situationen immer eine entsprechende Diagnostik mittels Urinanalyse und aber auch aufgrund des erhöhten Risikos von Infektionen mit resistenten Erregern einer Urinkultur indiziert ist. Die Diagnose wird gestützt durch den Nachweis von mehr als 10 Leukozyten pro Mikroliter, durch den Nachweis von über 10^3 eines prädominanten Erregers in der Urinkultur. Es sollte nach strukturellen, funktionellen Anomalien und deren Behandlungsoption abgeklärt werden. Bei Männern sollte nach einer Prostatitis gesucht werden. Auch sollten je nach Symptomatik sexuell übertragbare Infektionen ausgeschlossen werden. Wie eingangs gesagt, gibt es keine nationalen, internationalen Empfehlungen zur Therapie. Die Wahl der Antibiotika soll in Abhängigkeit des klinischen Schweregrades der Infektion und der lokalen Resistenzlage erfolgen. Beispielsweise ist eine gute Wahl eine empirische Therapie mit Ceftriaxon. Bei einer Prostatitis soll berücksichtigt werden, dass das Antibiotikum eine gute Penetration ins Prostatagewebe aufweisen soll. Und hier sind es die Chinolone und das Trimetoprim-Sulfamethaxol, welche diese Eigenschaft mit sich bringen. In der Regel sollte 7 bis 10 Tage therapiert werden. Gründe für eine längere Therapiedauer von 10 bis 14 Tagen sind das Vorliegen einer Immunsuppression, einer Pyelonephritis, eine verzögerte Fokuskontrolle, welche durch einen zusätzlich komplizierenden Abszess oder Stein begünstigt werden kann. Eine Prostatitis sollte länger behandelt werden, eine akute Prostatitis 2 bis 4 Wochen, eine chronische 4 bis 6 Wochen. Müssen alle Harnwegsinfektionen, auch diejenigen, die sich als Zystitis manifestieren, bei Männern länger behandelt werden. Hier gibt es Daten einer randomisierten Studie, welche zeigen konnten, dass bei affebrilen Männern mit der Klinik einer simplen Zystitis eine Therapie von 7 Tagen nicht unterlegen ist gegenüber einer Therapiedauer von 14 Tagen. Anders sieht es aus bei febrilen Harnwegsinfektionen bei Männern, wo eine Therapie für 7 Tage inferior war im Vergleich zu einer 14-tägigen Therapie. Ich komme auf die spezielle Situation der katheterassoziierten Harnwegsinfektion zu sprechen, definiert als der Nachweis von über 10^3 KBE eines Erregers im Urin mit der vereinbaren Symptomatik einer Harnwegsinfektion. Es sollte mittels Urinstatus und Kultur abgeklärt werden, idealerweise Abnahme eines Mittelstrahlsurins nach Entfernung des Katheters. Und falls der Katheter nicht entfernt werden kann, sollte ein Katheterwechsel vor Abnahme der Urinprobe erfolgen. Der wichtigste Risikofaktor ist die Liegedauer des Katheters. Beim Tag 14 ist in über 50% der Fälle der Urin mit Bakterienwachstum versehen. Die Pathogenese wird begünstigt durch die Bildung von Fibrinogen am liegenden Katheter, welche eine gute Ernährungsgrundlage für Bakterien bildet. Die Klinik ist schwierig zu interpretieren. Die typische Symptomatik unterscheidet sich oftmals nicht zwischen Patienten mit und ohne Harnwegsinfektion. Wegweisend können Leukozyten sein, die deutlich erhöht sind bei Patienten mit dem Vorliegen einer katheterassoziierten Harnwegsinfektion. Allerdings erst bei sehr hohen Bakterienzahlen im Urin gibt es eine effektive Korrelation mit den Leukozyten im Urin. Die wichtigste Maßnahme zur Therapie ist die Entfernung des Katheters. Eine intermittierende Katheterisierung soll bevorzugt werden. Und falls der Katheter nicht entfernt werden kann, soll er gewechselt werden mit einer Therapiedauer von 7 bis 10 Tagen für die Antibiotikatherapie. Ich ende mit den Perspektiven hinsichtlich Rezidivprophylaxe und hier gibt es Daten hinsichtlich einer Impfung gegen E. coli-Infektionen, aber auch
dem Benefit einer Mikrobiota-Transplantation hinsichtlich Vermeidung von weiteren Rezidiven. Und wir werden in den Jahren, die kommen, wahrscheinlich mehr davon hören. Damit danke ich Ihnen für die Aufmerksamkeit und stehe gerne für Fragen zur Verfügung. Vielen Dank. Darf ich dich bitten, genau, wir können die Fragen beantworten. Vielen Dank, das war ein ganz toller Vortrag. Ich denke, ein wichtiger Punkt ist die empirische Therapie der banalen Zystitis. Dort hat sich das verändert, wo du gezeigt hast, dass Fosfomycin ist jetzt nur als zweite Wahl. Aber also konkret heißt es Nitrofurantoin, erste Wahl, Cotrimoxazol, weiterhin erste Wahl. Aber wie ist es mit der Resistenz vom Cotrimoxazol? Du hast ja gezeigt, oder? 20% Resistenzrate bei gramnegativen Erregern. Früher hat man gesagt, 20% und drüber soll man kein Cotrimoxazol mehr brauchen. Genau, also das ist sicherlich eine kritische Abwägung. Man kann natürlich sagen, immer noch 80% der Patienten entsprechend werden eben auch gut auf das Bactrim ansprechen. Und in Abhängigkeit dann des Schweregrades der Infektion kann das doch noch eine Option sein, aber man muss sich eben dessen bewusst sein, dass ein fehlendes Therapieansprechen dann in dieser Situation eben auch auf die Resistenz zurückzuführen sein kann. Ja, merci. Dann haben wir die Frage, die am meisten Likes bekommen hat. Du hast die Prävention erwähnt bei rezidivierenden Harnwegsinfektionen. In den Richtlinien, das sind ja meistens amerikanischen Richtlinien, steht nicht über das Urovaxom, das sind ja diese Immunmodulatoren. Und ich glaube, die Europäische Urologiegesellschaft, die sagt, man kann, Urovaxom wäre eine Möglichkeit. Was ist deine Meinung zum Urovaxom? Ich denke, hier haben wir einfach noch nicht eine wirklich überzeugende Datenlage. Es kann etwas sein, was man probieren kann, gemeinsam in Absprache auch mit den entsprechenden Patienten, aber wo wir nicht eine eindeutige Evidenz haben im Moment. Da kommt gerade die Anschlussfrage. Was hältst du von Femanose? Genau, also auch hier, wie gesagt, gibt es einfach keine gute Evidenz, die wirklich einen Benefit zeigt, sodass man das mit einem hohen Evidenzgrad quasi dem Patienten als Option anbieten kann. Aber ein individueller Versuch ist natürlich immer möglich und vielleicht gibt es Patienten, die davon profitieren. Dann noch eine Frage zum Fosfomycin. Die lese ich einfach vor, Fosfomycin Tag 1 und Tag 4 dann doch überlegen gegenüber Nitrofurantoin. Also eigentlich Fosfomycin, wie du das gezeigt hast, ist eine Einmaldosis. Vielleicht kannst du das noch präzisieren, ja, oder kommentieren. Also das war effektiv so in dieser Studie, wo man die empfohlene Einmaldosis verglichen hat. Und wie es mit einer mehrfachen Dosierung aussieht, hier haben wir die Daten nicht. Das ist korrekt. Ja. Dann eine wichtige praktische Frage wegen katheterassoziierten Harnwegsinfektionen. Wann Katheterwechsel nach Antibiotika beginnt? Also das ist ja immer die Frage, oder wenn man Rezidive verhindern möchte. Wie macht man das genau? Auch wegen der Diagnostik. Eigentlich, wenn man eine katheterassoziierte Infektion diagnostizieren will, müsste man ja den Katheter rausnehmen, dann einen neuen legen, dann muss man das noch einmal wechseln. Genau. Also ein bisschen schwierig. Wie macht man das richtig? Praktisch ist das sicher schwierig, oder? Es wäre effektiv die Empfehlung, dass man bereits für die Diagnostik einen Katheterwechsel vornimmt und den Urin für die Diagnostik aus dem neu gelegten Katheter abnimmt und unter der Therapie dann auch ein Katheterwechsel erfolgen soll. Das genaue Zeitintervall ist hier nicht definiert. Und man kann natürlich auch mit einer empirischen Therapie beginnen, wenn man den Urin für die Diagnostik abnimmt und kann sich somit natürlich einen Katheterwechsel sparen, sofern man auch ein entsprechend wirksames Antibiotikum gewählt hat. Dann ist noch eine Frage da wegen der Wertigkeit des Nitrits für die Diagnose der Harnwegsinfektionen. Hier steht Nitrit mit vielen Störfaktoren und eher negativer als positiver Prädiktor.
warum Nitrit noch beachten. Aber vielleicht muss man das noch einmal genau präzisieren. Ja. Ist das wirklich ein negativer Prädiktor oder ist es eher ein positiver Prädiktor, wenn das positiv ist? Genau, also wir sind ja auch gerade im Spital immer etwas kritisch gegenüber dem Nitrit. Wir machen hier aber auch das ganze Spektrum der Diagnostik mittels Urinkultur und einem Urinstatus. Die Daten, welche ich gezeigt habe im ambulanten Setting, zeigen doch effektiv auf, dass wenn man diese Streifentests macht, dass der Nachweis von Nitrit gemeinsam mit Leukozyten oder auch Erythrozyten doch einen Hinweis geben kann, insbesondere eben auch, wenn es fehlt. Also insofern hat es doch eine gewisse Wertigkeit, gerade auch im ambulanten Bereich, um die Diagnose ein- oder auszuschließen. Dann kommt wieder eine Frage zum Phosphomycin. Phosphomycin schlechter als Nitrofurantoin, gegebenenfalls eine Dosisfrage. 2 Dosen Phosphomycin. Gibt es überhaupt da Daten? Und vielleicht, es hat eine sehr lange Halbwertszeit. Genau. Also eben, ich glaube, hier haben wir, wie gesagt, die Daten nicht und auch eben die Vorsicht hinsichtlich der Dosierung dieses Antibiotikas, die man behalten muss, ja. Dann kommt noch eine Frage. Bei Leukozyturie und Bakteriurie und AZ-Verschlechterung im Alter Harnwegsinfektion behandeln? Das ist wirklich eine typische internistische Frage. Wir diagnostizieren laufend irgendwelche Harnwegsinfektionen für die, als Ursache von allem Möglichen, von Stürzen über alles Mögliche. Wie willst du das da kommentieren? Ja, also es ist sicherlich immer schwierig, oder diese Diagnose zu stellen. Es ist sicher wichtig, an Differentialdiagnosen zu denken und diese sorgfältig abzuklären, aber dann, wenn es quasi die valideste Diagnose bleibt, dann natürlich zu behandeln. Ja. Also das ist sicher im Alter schwieriger, weil die Symptomatik unspezifischer sein kann, aber trotzdem muss man schon aufpassen, dass man nicht alles auf einen Harnwegsinfekt schiebt. Ja. Perfekt, dann vielen herzlichen Dank, Sarah, merci vielmals. Danke.